Salve, buongiorno. Oggi facciamo degli ottimi fiori. Buongiorno, guten Tag. Heute bereiten wir Kürbisblüten zu, die mit Morlacco del Grappa und kantabrischen Sardellen gefüllt in einem klassischen japanischen Tempura-Teig frittiert werden. Wir verwenden frische Kürbisblüten, die wir heute Morgen aus unserem Garten geholt haben. Sie sollten eine mittlere Größe haben, also nicht zu groß, aber auch nicht zu klein sein. Mit einer Schere entfernen wir das Grün vom Stiel und den Stempel der Blüte, der im Mund stören würde. Das ist dieser Teil. Sobald die Kürbisblüten vorbereitet sind, nehmen wir ein Stück Morlacco del Grappa aus unseren Bergen. In Würfel von etwa 1 cm mal 1 cm geschnitten. Wir nehmen auch ein Filet von kantabrischen Sardellen, aber nicht ganz. Ein kleiner Würfel genügt, sonst wird es zu salzig. Wir legen ihn auf einen Würfel Morlacco und befestigen ihn mit einer Pinzette am Boden der Kürbisblüte. So geht's. Die gefüllte Blüte wird leicht gedreht und verschlossen, damit die Füllung nicht ausläuft. Wir brauchen zwei Blüten, damit die eine die andere verschließt und der Käse nicht aus dem Tempura-Teig herausläuft. Wir stecken die beiden Kürbisblüten zusammen und befestigen sie mit einem Zahnstocher. Das ist das Endergebnis. In der Zwischenzeit haben wir bereits den Tempura-Teig zubereitet. Wir nehmen unsere Kürbisbluten und tauchen sie gut in den Tempura, also in der vorbereiteten Teig. Wenn nötig, benutzen wir eine Pinzette. Die Kürbisbluten lassen wir etwa abtropfen und tauchen sie in das heiße Öl. Die Backzeit beträgt etwa 4 bis 5 Minuten. Wenn die Kürbisblüte goldbraun ist, ist der Käse im Inneren sicher geschmolzen. Jetzt sind unsere Kürbisblüten fertig. Wir lassen sie im Öl abtropfen und trocknen sie leicht ab. Bene, il nostro fiore di zucca è pronto. Andiamo a scolarlo dall'olio. Wir geben eine Prise Salz dazu, aber nur ganz, ganz wenig, denn die Sardellen sind schon salzig. Wir haben auch bereits eine Basilikum-Emulsion vorbereitet, die wir auf den Teller jetzt geben. Darauf legen wir unsere Kürbisblüte und fertig ist unser Gericht. E questo è il piatto fatto.
cliente deve mangiare anche lo spiedino da ferro o solo il... No, è un bambù che comunque è biologico, volendo si può mangiare, però è molto duro e un po' croccante. Ascolta, te lo devi far vedere alzandolo. No, dovrebbe avere tutte, con tutte queste telecamere, che sarà quel che guarda. Non lo vedi bene lì. Sì, allora, è anche tu, bello. Lascialo lì un secondo, perché come garotti coglioni mi tocca fare l'inquadratura. No? Sì. Manuela, sei davanti alla telecamera. L'ho avuto tre volte, Questa è ancora più bella, sì. Ok. Che qua gliene viene andata. Ti piace? Se capisce cosa che c'è. Fermo così.